Wir sind damit häufig auf die Rechtshilfe anderer Staaten angewiesen, die nicht selten mit tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten verbunden ist. Ohne Informationen deutscher Nachrichtendienste wären wir praktisch nicht in der Lage, die Verantwortlichen für die schweren Straftaten zu ermitteln. Und dass unsere Geheimdienste von den Erkenntnissen europäischer und US-amerikanischer Nachrichtendienste profitieren, kann und will ich an dieser Stelle auch nicht verschweigen. Vielleicht an dieser Stelle auch eine generelle Bemerkung dazu. Aus meiner Sicht ist die Zusammenarbeit deutscher Nachrichtendienste mit ihren Partnern in Europa und in den Vereinigten Staaten im Bereich der Proliferation ebenso wie bei der Terrorismusbekämpfung unverzichtbar. Und zwar im Interesse der Sicherheit der Menschen in Deutschland und unserer Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz. Neben den vielfältigen tatsächlichen Schwierigkeiten in diesem Bereich stehen wir auch bei der Strafverfolgung vor generell rechtlichen Problemen. Um unsere Ermittlungszuständigkeit zu begründen, auch in diesem Bereich, müssen wir hohe rechtliche Hürden überwinden. Wir müssen belegen, dass die Tat die außenpolitischen Belange oder die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland erheblich gefährden und das friedliche Zusammenleben der Völker stören kann. Zusätzlich muss die Tat von besonderer Bedeutung sein. Diese unbestimmten Rechtsbegriffe, wir haben darüber an anderer Stelle auch schon diskutiert im Zusammenhang mit Zuständigkeiten bei den Morden, die dem NSU zur Last gelegt werden. Diese unbestimmten Rechtsbegriffe sind nur schwer zu greifen und werden von den Oberlandesgerichten auch sehr restriktiv ausgelegt. Zuletzt hat zum Beispiel das Oberlandesgericht Frankfurt am Main die besondere Bedeutung eines von uns angeklagten Falles eines mutmaßlichen Embargoverstoßes, es ging um die Lieferung von Motoren für sogenannte Drohnen, verneint. Wir haben gegen diese Entscheidung Beschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt, mit dem Ziel, aus unserer Sicht die übermäßigen Beschränkungen unserer Ermittlungsmöglichkeiten dem entgegenzuwirken. Die Entscheidung erwarten wir in der nächsten Zeit und sie wird für uns von besonderem Interesse über den Fall hinaus auch sein.